So, okay. Wie viel haben wir denn überhaupt auf dieser Welt? 3 Uhr schon wieder. Oha. Okay, der Stream läuft auch schon wieder fast eine Stunde. So, er liegt nach wie vor noch da. Er ist momentan noch am Leben. Wir haben ja Gott sei Dank den Skorpion gekillt, der ihn angegriffen hat. Wir schauen mal. Er dürfte allerdings gleich aufhauen. Wir haben jetzt Narkosemittel, haben wir sehr viele dabei. Bärchen haben wir auch einige. Das müsste eigentlich reichen. Ja, das geht noch. Das geht noch ohne Probleme. So, die hier, die hier. Na, die nicht. Na, wobei, komm, wir geben dir mal auch die Samen. Davon wird er noch mehr als genug bekommen. Na komm, hier. Wir geizen nicht. 10 Stück. Oh, Bingo. Ich glaube, ich habe das Sam noch relativ hoch eingestellt im Moment. So, Riker, jetzt darf sie den Namen aussuchen. Für den Parasaurus darf sie dir einen Namen aussuchen. So, er steht auf. Greift dein Ziel an. Wir stellen ihn mal auf neutral. Er folgt mir, das ist soweit okay. Wir bringen ihn jetzt erstmal zurück zu unserer kleinen Basis. Riker G. Okay, wenn wir zurück sind an der Basis, wird er den Namen kriegen. Na, kommt er hinterher? Oh, ist relativ flott unterwegs. So, und dann suchen wir uns das nächste Opfer. Ich werde jetzt hier schnell mit ihm logischerweise noch bei Bärchen abarbeiten. Ah, die Allosaurier, die ziehen sich mittlerweile wieder nach links zurück, Gott sei Dank. Dafür kommt jetzt ein Argentavis. Ganz toll. Die sind auch relativ aggressiv, die Viecher. Na, habe ich ihn abgehängt? Wir haben ihn abgehängt. Da ist er. Ah, normalerweise dürft ihr die hier nicht irgendwie feststecken. Ah, der Agent. Ah, Level Up für den Raptor. Sehr schön. Komm, du kriegst hier mal Nahkampfschaden drauf. Der Agent Habes wird, glaube ich, gleich auch runterkommen. So, du hast auf mir zu folgen. Wir brauchen für dich dann noch einen Sattel. Sattel, Sattel. Para. Schauen wir mal. Sattel können wir auf jeden Fall schon. Wo ist er? Parasattel, Holz und Leder. Ist machbar. Holz, Leder. Sattel herstellen. Nanil, Servus. So, das Zeug wieder zurück. Dann haben wir den Sattel. Na, und so langsam wächst dann meine Dino wieder auch. Ist zwar momentan... Da rein bitte, danke. Momentan alles um die Level 50 rum oder 70 rum, bis auf der 204er. Aber wir arbeiten ja dran. So, es geht halt einfach, man sieht es hier, viel, viel besser und schneller und effektiver, als wenn ich das mit der Hand mache. Wenn er das mit seinem Schnabel macht. Bei Schnabel ist es eher weniger. Wie sieht's aus? Die sind da hinten, dann kann ich hier noch ein bisschen abfarmen. Dann haben wir auf jeden Fall auch Bärchen für den einen oder anderen Dino und wir haben auch wieder Narkosebären. Und das mit dem Level geht auch relativ schnell. Wie sieht's aus? Es sieht relativ schlecht aus. Ich habe heute einen Scheißtag, ehrlich gesagt, was Computerspiele angeht. Es läuft heute wirklich alles schief, was nur schief laufen kann. Bis jetzt geht's irgendwie noch halbwegs, aber heute Morgen habe ich schon ein bisschen arg gespielt. Musste mich ja dementsprechend auf die Aufnahme vorbereiten. Und da ist wirklich alles schief gelaufen, was irgendwie nur schief laufen konnte. So, das müsste an Bären eigentlich reichen. So, ich muss aufpassen, dass die nicht verhungern. Aber normalerweise müsste... Peter müsste auch noch genug Fleisch haben. Wir parken ihn mal hier. Ich würde hier auch noch einen Zaun dementsprechend rumziehen und so weiter und so fort. Das wird dann alles noch kommen, auf jeden Fall. So, wir hauen hier mal was in Level. Dann nehmen wir einmal Bärchen mit. Und zwar... Ja, komm, gib mir mal die hier. Halt. Gib mir mal die 100 Stück. Narkosemittel nehmen wir mit. Das reicht dann erstmal. So, Narkosepfeile haben wir noch 20. Die sollten ja wohl hoffentlich reichen. Was willst du denn hier eigentlich die ganze Zeit? Level 145. Komm, wir probieren's. Mehr als schief gehen kann's ja letztendlich nicht. Level 145 Argentavis wäre natürlich Bombe.
Aber 145, der dürfte relativ viel Drobo aushalten. Ah, nicht abhauen. Bingo. Leider relativ nah bei den anderen Dinos. Wow. Okay, bewusstlos. Ich hoffe, das funktioniert. Fleisch. Hier mal ein bisschen Fleisch, bitte. Leider kein Prime da. Allerdings, die Sam-Geschwindigkeit ist, glaube ich, momentan sowieso noch ein bisschen zu hoch eingestellt. Die muss ich wieder runterregeln. Das dürfte jetzt relativ zügig nämlich trotzdem gehen, glaube ich. Auch wenn es kein Primate ist. Nanne, was meinst du, was ist mit 7 Days to Die? 7 Days to Die, zweimal die Woche auf meinem Kanal, nach wie vor. Das wird sich auch nicht ändern. Gab's von Anfang an, wird's immer auf meinem Kanal geben, das kann ich versprechen. Freue mich schon auf die Alpha 17 nämlich. Level 145er Argentavis, das wäre natürlich geil, das Ding. Leider erst mit Level 62 reitbar. Welches Level haben wir eigentlich im Moment? Wir sind momentan 53. Okay, wir haben noch 9 Level. Die kriegen wir aber auch noch zusammen. Spätestens, wenn ich wieder die Hütte dahin stelle oder sowas. Das haben wir, glaube ich, 12 Level gebracht, wo ich die Hütte gebaut habe. Oder wenn ich mal wieder meine Leichen suchen muss. Argentavis sind doch mit Fleisch ja, Fleisch. Logischerweise. Na gut, er wird relativ... Hat er nicht gerade gefressen? Das hat Fressgeräusche gemacht. Ach so, mit dem Multiplayer. Ist am Laufen, mehr oder weniger. Also wird demnächst kommen. Ich werde es nochmal ankündigen. Ich werde vielleicht einen kleinen Teaser dazu machen auf meinem Kanal. Es wird dann dementsprechend angekündigt. Wird es dann einmal geben an einem Samstag auf jeden Fall. Wo letztendlich ja jeder mitspielen darf und kann, der möchte bei 7 Days to Die. Ich weiß noch nicht, ob wir PvP-Runde machen werden oder ob wir normal spielen werden. Das kommt letztendlich auf die Beteiligung an. Wenn wir mehr als 5 Leute sind, würde es sich beispielsweise PvP anbieten. Kommt. Kann ich versprechen, kommt. Wir haben nur momentan eben, da ich mit... Da hinten ist schon der nächste. Okay, 6%. Es wird ewig dauern, den Argentavis zu zähmen. Da ich momentan mit ARK relativ zügig vorankommen will, da wir bald auch das Projekt haben mit den Community-Servern allen drum und dran, ab 1. April, möchte ich da noch relativ... Nö! Bin ich da, lass mich in Ruhe. Ah. Level 20er den Krieg. Oh, da ist ein Level 130 oder 140er dabei. Ist klar, wir brauchen ja auch Argentavis ein. Jeder Argentavis ist leider hin. Mein Fehler, ich hätte nicht über die Klippe schauen sollen. Ich bin aber auch gleich hin, wenn es weitergeht. Gute? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Alter, das gibt's nicht. Man kann nicht vor denen wegrennen. Wie cool ist das denn? Das war's. Wie viel halten die aus? Gott sei Dank halte ich relativ viel aus. Au, au. Jetzt ist Party. Scheiß drauf. Entweder alles oder nichts. Alles oder nichts. Drecksviecher. Ich krieg ja nicht mal den Level 20er Tod von den Dingern. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich hasse diesen Tag. Der Level 20er ist tot. Ich bin auch gleich tot.
Ich habe keine Lust mehr. Ey, das ist doch... Ja, natürlich. Schon recht. Der Agent habe es auch noch auf mich. Na komm, dann logge ich sie wenigstens noch weg. Das ist nicht dein Ernst. Ich hasse dieses Scheißspiel. Ich hasse es wie die Pest. Den ganzen Tag geht das schon so. Den ganzen Tag. Verrecken sollen sie alle. Ich hab's sogar. Ich lebe sogar noch. Cool. Ich habe anscheinend wirklich die. Ja, ich habe noch die Einstellung drin von meinem Leichenrückhole. Ich habe keine Lust mehr. Das Spiel kotzt mich gerade so dermaßen an. Ihr glaubt's gar nicht. Heute ging es mir den ganzen Tag schon so. Ganzen lieben langen Tag bin ich hier einfach nur verreckt die ganze Zeit. Nee. Sind beide, alle drei Dinos sind tot. Nur wegen diesen zwei scheiß Viechern, die nicht tot zu kriegen sind. Ich habe keine Lust mehr. Boah. Nee, echt nicht. Das ist schön, dass das die stärksten hier nach den Rexen sind. Die gehen mir auf den Sack. Die sollen sich nicht hier rumtreiben, wo ich bin. Jetzt sind alle hin. Ich muss definitiv erstmal die Einstellung anpassen. Ich bin zu stark ausgerüstet, das weiß ich. Dass ich zu viel aushalte. Das ist nach wie vor so, weil ich meine Leichen die ganze Zeit gesucht habe. Ey, das kotzt mich so dermaßen an, ihr glaubt's nicht. Alter, ich mag nimmer. Oh Gott, immerhin sind die Sattel noch da und der ganze Rest ist noch da. Ganz schön. Peter, Level 204er dahin. Ganz, ganz toll. Da noch meine Pfeile ausgeladen. Wunderschön. So stelle ich mir das Ganze vor. Alle Dinos, die ich gerade eben mühselig zusammengezählt habe, mit einem kleinen Schlag weg. Einfach so ausgelöscht. Ich hasse dieses Spiel echt. Also für manche Dinge am liebsten schön wäre, wenn wir jetzt einfach sagen können, okay, scheiße gelaufen, ich lade einen anderen Spielstand, wo das Ganze eben nicht der Fall war. Wäre schön, geht leider in dem Spiel nicht. Oh, ich krieg's kotzen. Ey, ganz ehrlich, mir... Ah. Ich mag nimmer. Ja, mit einem Gewehr hätte ich sie logischerweise deutlich schneller töten können. Mit einer 4 Level gemacht. Mit einer Bazooka hätte ich sie noch schneller töten können. Das Problem ist, ich habe keine Gewehrmunition. Und Gewehrmunition sich zu basteln ist relativ aufwendig und schwierig. Ach Gott. Okay, und jetzt? Wir brauchen wieder einen Flugsaul, wir brauchen wieder einen Raptor, wir brauchen wieder einen Para. Darf ich gerade wieder von vorne anfangen? Ganz toll. Das einzig Schöne ist, dass meine Hütte nicht zerstört ist. Oh komm, ganz ehrlich, was ist das für ein Level? Ich hau den noch um. Level 130er. Männlicher Rex. Das Problem ist, die spawnen logischerweise auch nach. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt dann unendlich Ruhe vor denen hätte, sondern die spawnen einfach nach. Boah, wir machen das. Was machen wir jetzt? Wir haben einige Level gemacht. Wenn ich meinen Agent Harvest hätte, wäre das alles kein Problem. Dann fliege ich nämlich einfach weg und lock die weg. Okay, wir hauen nochmal was hier rein. Wir hauen nochmal was... Bei 40 würde ich gerne rauskommen. Tragekapazität. Die Level 57. Ab Level 62 gibt es Agentavisse. Perfekt. Okay. Die werden hier dementsprechend halt wieder nachspawnen. Das weiß ich. Was habe ich jetzt vor? Das ist eine gute Frage. Bin ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust mehr auf Ark. Man kann nur Spielstände laden. Nö, kann man eben nicht. Wenn ich jetzt hier rausgehe, er speichert ja automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe und wieder ins Spiel reingehe, ist es automatisch ja so, dass er den neuen Spielstand leert. Das heißt, ich kann nicht auf meinen alten Spielstand zurück, weil er dauerhaft saved oder immer wieder saved.
Das heißt, ich könnte zwar einen Spielstand kopieren, das ist richtig. Wenn ich jetzt sage, okay, hier kopiere ich jetzt den Spielstand, allerdings wenn ich jetzt ins Spiel einsteige und dann sterbe im Spiel, kann ich nicht sagen, okay, ich möchte gern 10 Minuten später, die ich zwar schon gespielt habe, kann ich dann nicht zurückspringen. Das ist ein bisschen scheiße. Was auch scheiße ist, ist das gleiche Findungssystem. Aber gut, darüber habe ich mich heute schon genug ausgekotzt. Okay, wir machen das folgendermaßen. Mich kotzt Ark gerade mega an. Heute schon den ganzen Tag. Ich bin heute gefühlte 80 Mal gestorben. Ich hoffe, er verreckt. Er verreckt elendlich da unten. Das ist schon wieder Respawn übrigens. Wir machen das Ganze jetzt so. Ich muss auf einmal die Server-Einstellung wieder überarbeiten. Ich bin viel zu stark, das ist mir durchaus bewusst. Ich muss erstmal mich wieder runterdrehen. Ich muss die Dinos wieder... Wobei, die Dinos muss ich eigentlich fast ein bisschen runterdrehen. Ich passe mal die Server-Einstellung wieder ein bisschen an. Ich habe da durch die Leichensucherei habe ich ein bisschen was vergeigt, glaube ich. Auch dabei. Wir machen das Ganze so. Ich werde Ark hier und jetzt beenden. Ich habe keinen Bock mehr. Tut mir leid, Leute. Auch wenn ihr euch drauf gefreut habt. Wir machen dann morgen vielleicht nochmal eine kleine Runde Ark. Aber ich habe echt keine Lust mehr momentan. Ich werde vielleicht nur eine Minecraft streamen in einer halben Stunde ungefähr oder so, aber für heute war es das leider. Ich habe echt keinen Bock mehr, tut mir leid. Ja, wenn du überall Strukturen baust, spawnen sie nicht mehr, das weiß ich. Das Problem ist, ich muss sie trotzdem erstmal wegkriegen. Ich werde vielleicht hier irgendwie einen Zaun rumziehen und dann erst wieder ins Spiel einsteigen. Mal schauen, wie ich es machen werde. Auf jeden Fall, es war es leider für diese Folge. Es tut mir leid, ich habe echt keine Lust im Moment mehr, zumindest für heute nicht mehr. Das Spiel kotzt mich gerade einfach nur noch an. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir da lasst. Ja, ein Gefällt mir für jeden Tote. Dann wäre ich schon bei 800 Gefällt mir mittlerweile, glaube ich. Aber okay. Ja, vielen lieben Dank, Leute. Wir sehen uns vielleicht nachher nochmal in Minecraft oder spätestens morgen bei Minecraft. Ich bedanke mich trotzdem. Vielen lieben Dank mal wieder für die Unterstützung von euch. Mittlerweile 170 Abonnenten sind es, glaube ich, gerade, die ich habe. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und ja, mit Ark geht es zwar weiter, aber heute nicht mehr. Ich habe keine Lust. Okay, vielen lieben Dank. Macht's gut.